Ich grüße Sie, hier Martin Siebel. Und wir haben hier ein mit Sicherheit sehr interessantes Spiel zwischen Burundi und Sierra Leone. Das Publikum freut sich schon seit Tagen auf das Spiel. Die Presseberichte waren wirklich erschöpfend. So, wir warten auf den Anstoß und schalten zu Werner Hansch und Wolf-Dieter Poschmann. Danke, Martin. Ich freue mich auf die kommenden 90 Minuten, die hoffentlich eine Menge Tempo und Aufregung bieten werden. Tempo-Fußball also gleich von Beginn an, Werner? Ja, Wolf, ich glaube, es wird ein recht offenes Spiel werden. Beide Mannschaften wissen, sie müssen 100% geben, um zu siegen. Conte. Conte. Gute Kontrolle am Ball hier. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Sauber geklärt hier. Sauber geklärt. Also der geht ganz schön dazwischen. Oh, eine Klasse für sich. Und der Torwart ohne jede Chance. Was für ein Schuss. Ja, perfekt gespielt. Der Torhüter hat gar keine Chance. Und hier können wir das Ganze nochmal sehen. Der tote Punkt des Spiels ist überwunden. Jetzt steht es 1:0. Schöner Pass. Kanu. Geht dazwischen. Noch einmal der Gefahr entronnen. Und wir haben hier strahlenden Sonnenschein, ideales Fußballwetter. Gut gemacht, hat ihm den Ball wegstibitzt. Sehr gut gemacht, perfektes Tackling. Und der Ball ist drin. Ein wunderbares Tor. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an. Das bringt uns wieder den Gleichstand. 1:1. Hervorragend gespielt, hat ihm den Ball einfach abgenommen. Der Ball geht am Tor vorbei. Bah. Ausgesprochen nervenstark. Nkesa. Torwart strahlt Selbstbewusstsein aus. Harter Einsatz. Ich glaube kaum, dass das der Schiedsrichter kommentarlos hinnehmen wird. Noch so ein Einsatz. Und er geht vom Platz. Conte. Schneller Ball. Wirklich eine Bereicherung seiner Mannschaft. Und er zeigt es hier. Guter Pass. Kein Platz für Nettigkeiten jetzt. Kanu. Der Ball ist drin und die Verteidiger starren verdutzt ins eigene Netz. Hier nochmal ein Blick drauf. Er hatte zu viel Raum und er bestrafte sie. Ein geschenktes Tor. 2:1 jetzt und die Zuschauer sind begeistert.
geht locker an ihm vorbei. Sehr schön. Und der Ball rollt über die Linie. Wir schauen uns diesen Vorfall nochmal an. Gleichstand 2:2. Das ist ein unglaubliches Tor. Schauen wir uns das nochmal an. Bereits zu 2 der Spielstand. Was für ein packender Kampf. Conte. Conte. Also man kann von seinem Gesicht ablesen, wie enttäuscht er ist. Kanu. Tor! Der Hattrick damit perfekt und er lässt sich zu Recht feiern. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Ja, er hat das Spiel hier geprägt. Er hat es bestimmt. Und das haben bestimmt alle Trainer hier im Stadion gesehen. Guter Ball. Sehr guter Ball. Das ist eine rüde Attacke. Er nimmt geradezu einen Knochenbruch in Kauf. Conte. In der Tat wirklich deutlich daneben. Sehr schön. Gut geklärt. Eine der einfachsten Aufgaben für diesen Torwart. Gut gespielt, doch der Torwart war auf der Hut, verhinderte hier ein fast sicheres Tor. 2:4 Rückstand bei Halbzeit, Werner. Ist da überhaupt noch was drin? Es sieht so aus, als ob einige Abwehrspieler eigentlich gar nicht spielen wollen. Beide Mannschaften werden bald Spieler auswechseln, wenn das so weitergeht wie bisher. Das ist große Fußballkunst jetzt. Da muss sich der Torwart nicht mal sonderlich strecken. Keine Gefahr hier für den Torwart. Aus der Entfernung nicht, Wolf. Es muss schon was Besonderes sein von da aus. Lässt seine Bewacher einfach stehen. Bei ihm sieht das so leicht aus, nicht wahr? Kesa. Das war ein dummer Angriff. Macht er sowas nochmal, muss er einfach runter vom Platz. Ich tippe mal, er wird direkt draufhalten. Ball zurückerobert. Aber bei ihm ist der Ball in sicheren Händen. Manu. Guter Ball. Sauber geklärt. Ausgesprochen nervenstark. Es gibt Freistoß.
Abseits gepfiffen. Sehr schöner Pass. Sauber pariert vom Torwart. Eine der einfachsten Aufgaben für diesen Torwart. Eine gute Leistung. Der Ball drehte sich etwas weg, doch er hat das gesehen. Kein Problem. Nikesa. Jonku. Conte. Möglichkeit, das Spiel neu aufzubauen. Einwurf. Mit der Brust angenommen. Super Pass. Und das ist Torabschlag. Der Ball weit am Tor. Und Abstoß vom Tor. Und den hat natürlich der Torwart. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Kanu. Der Schuss bereitet dem Torhüter keine größeren Probleme. Und der geht direkt auf den Torwart. Gut gespielt, doch der Torwart war auf der Hut, verhinderte hier ein fast sicheres Tor. Kein Problem hier für den Torwart. Aus der Entfernung nicht, Wolf. Es muss schon was Besonderes sein von da aus. Schauen Sie nur. Weltklasse. Bah. Es sieht so aus, als wollte er ihn in Stücke reißen. Gut organisiert die Abwehr. Und wieder mal der Torwart an der richtigen Stelle. Und abgenommen den Ball. Gutes Spiel. Den nimmt er. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Der Schiedsrichter zeigt Einwurf an. Das ist eine rüde Attacke. Er nimmt geradezu einen Knopf. Kein Zweifel hier für den Schiedsrichter. Der Spieler hat ja nicht mal versucht, den Ball zu spielen. Schön dazwischen. Gut gespielt. Gut abgebracht. Der Ball geht ins Aus. Ecke also. Jetzt hat der Torwart eine Chance, seinen Namen unvergessen zu machen. Der ganze Druck lastet jetzt auf dem Torschützen, während der Torwart nichts zu verlieren hat. Ein sicher verwandelter Elfmeter. Wir sehen uns das Ganze noch einmal an.
Er ist der Spezialist für Elfmeter. Aber der Torwart kam fast noch dran. Sierra Leone entscheidet die Schlacht für sich und hat am Ende mit 4:3 knapp die Nase vorn. Sierra Leone, der Sieger hier und heute. Und die Spieler, die wissen auch, wie man feiert.